Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV. Diesmal nicht Heavensward, denn wir sind in der nächsten Erweiterung Stormblood, zumindest ganz am Anfang. Und bevor es aber losgeht, eine Sache, wenn euch mein Content gefällt, dann drückt doch rechts unten auf den Abo-Button oder lasst ein Like da oder einen Comment. Über Comments freue ich mich extrem, dann kann ich wenigstens mal wieder was lesen. Und jetzt genug der Werbung, los geht's. Na Alfino, wie schaut's aus? Über den Wall. Shinryu und Omega sind verschwunden. Ich frage mich, wie das Galeische Kaiserreich darauf reagieren wird. Entschuldige, ich war ganz in Gedanken versunken. So langsam sollte uns eigentlich Nachricht vom Belzawal erreichen. Alfino, soeben ist ein Bote eingetroffen. Er hatte einen Brief von den Befehlshabern der Eosirischen Allianz dabei. Das wurde auch Zeit. Tataru, bitte ruf die anderen Mitglieder des Bundes zusammen. Es gibt wichtige Entscheidungen zu treffen. Ich bin schon unterwegs. Es gibt gute Nachrichten. Die Truppen unter der Führung von Phönix-General Rauban haben den Belzawal gesichert. Endlich ist das Glück mal auf unserer Seite. Gibt es auch etwas Neues über den Verbleib von Shinryu und Omega? Nein, von beiden keine Spur. Aber Rauban schreibt, dass er eine umfassende Suche einleitet. Und er schreibt noch etwas, dass er uns um unsere Hilfe bittet. Unsere Hilfe? Wobei denn? Wie ich schon gesagt habe, die Eosäische Allianz steht am Belzawal. Die Galear haben den Wall errichtet, um ihre eroberten Gebiete zu markieren und vor Eosea zu schützen. Wenn wir nun in Alamigo einrücken, könnte es so aussehen, als wollten wir bis nach Galemalt marschieren. So ist es. Die Allianz hat natürlich nicht die Absicht, als Besatzer in Alamigo einzufallen. Moment, soll das heißen, dass Eosea die Megiden im Stich lassen will? Natürlich nicht. Alle vier Mitgliedstaaten der Allianz sind sich darüber einig, dass die Galear zurückgedrängt werden müssen. Aber dazu ist auch die Unterstützung der migischen Bevölkerung nötig. Die Bewohner von Gyr Abania müssen den Vorstoß unserer Truppen billigen. Die Allianz will befreien, nicht besetzen. Das ist also, worum Rauban uns bitten will. Wir sollen als Vermittler zwischen Gyr Abania und der Allianz auftreten. Richtig. Der Bund, oder besser gesagt Lise, hat schließlich gute persönliche Kontakte zur Befreiungsarmee. Die Allianz und die Migiten werden das Galeische Kaiserreich gemeinsam in die Zange nehmen. Was sagst du, Lise? Bist du dabei? Ja, ich werde helfen, wo ich kann. Gut. Ich werde Lise nach Gyr Abania begleiten. Wer ist noch mit von der Partie? Es könnte ziemlich gefährlich werden. Mir wäre wohler, wenn du auch dabei wärst. Klar, dann komm ich mit. Alles gut. Wie antwortest du? Ich bin dabei. Ja, hab schon geantwortet, also ich bin dabei. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Wenn du dabei bist, kann ja nichts schiefgehen. Ich werde euch begleiten. Wenn es hart auf hart kommt, werdet ihr jede heilende Hand gebrauchen können. Dann gehe ich auch mit. Ich bin natürlich auch dabei. Aber irgendjemand sollte hier bleiben, falls sich die Ashians regen oder es wieder Ärger mit einem Primae gibt. Kannst du hier die Stellung halten, Uriange? Selbstverständlich. Ich werde im Sonnenwind verbleiben. Die Ashians und die Primae sehe ich ohnehin als meine vornehmlichste Aufgabe an. Mit einem allein ist der Sonnenwind vielleicht etwas dünn besetzt. Ich bleibe auch hier. Schließlich muss euch einer den Rücken frei halten. Ich danke euch. Also gut.
Sobald alle bereit sind, brechen wir auf. Nach Gyr Abania! Okay, also nach Gyr Abania, so gut wie es geht zumindest. So, Alfino. Ja. Was blende ich mich überhaupt ein? Also dann, alles bereit für den Aufbruch? Yes, Sir. Auf Wiedersehen, Tataru. Pass mir gut auf den Sonnenstein auf. Aber sicher doch. Kommt ihr mir nur schnell wieder nach Hause. Gute Reise. Ich habe von Ishtola gehört, dass ihr nach Gyr Abania geht? Ja. Die Allianz hat uns darum gebeten, in ihrem Namen mit der Migischen Befreiungsarmee Kontakt aufzunehmen. Ich wünschte, ich könnte euch beim Kampf gegen die Galea helfen. Aber wir müssen zurück nach Doma. Bitte entschuldige. Da gibt es doch nichts zu entschuldigen, Yugiri. Du hast uns schon so oft geholfen. Es waren du und die Kriegerin des Lichts, die von Anfang an zu mir gehalten haben. Zu mir und den anderen Flüchtlingen aus Doma. Wenn ihr nicht gewesen wärt, gäbe es uns heute vielleicht gar nicht mehr. Wir werden euch eure Großzügigkeit nie vergessen. Du hast in deiner Heimat viel durchmachen müssen. Bist du wirklich bereit, zurückzukehren? Wir sind froh und dankbar, in Eorzea einen sicheren Hafen gefunden zu haben. Aber für Gosetsu und mich ist es nun an der Zeit, zu unserem Herrn zurückzukehren und Doma zu befreien. Das hätte ich schon längst machen sollen. Wir mögen für verschiedene Länder kämpfen, doch der Feind ist der gleiche. Auf beiden Seiten des Meeres stehen die Zeichen nun auf Sturm. Ein Sturm des Krieges, der die galeischen Hunde zurück in ihre Ecke treiben wird. Yugiri, Gosetsu, bitte passt auf euch auf. Wir werden uns wiedersehen, sobald Frieden in Alamigo und Doma eingekehrt ist. Ganz bestimmt. Also dann, lebt wohl! Tausende Seemalme werden uns trennen, doch wir sind geeint in unserem Anliegen. Mögen die Zwölf uns mit Erfolg segnen. Warte, ich habe doch noch etwas, das ich dir unbedingt geben wollte. Lise, kommst du mal kurz mit? Ich? Ja, wenn du meinst. Endlich kriegt sie ein cooles Outfit. Na, was meint ihr? Steht mir Tataros neue Kreation? Ich habe leichte Stoffe und einen weiten Schnitt gewählt. Genau richtig für eine so geschickte Kämpferin wie Lise. Tataru, deine Kunstfertigkeit mit Nadel und Faden ist immer wieder eine Überraschung. Ich kann nur hoffen, dass du uns als fleißige Helferin des Bundes der Morgenröte erhalten bleibst. Denn als Schneiderin hättest du ohne Zweifel großen Erfolg. Es sieht wundervoll aus, Tataru. Ich fühle mich, als könnte ich es mit dem ganzen Kaiserreich aufnehmen.
Schön, dass es dir gefällt. Jetzt will ich euch aber nicht länger aufhalten. Gute Reise! Also los, auf nach Giavania. Unsere erste Halt wird Amersias Wachturm im Ostwald sein. Der wachhabende Offizier wird uns über die Lage in der Grenzregion informieren. Alter, die können sich echt mal einfach einen Namen aussuchen, ey. Fürchterlich. Und im Landeinflug. So, Alfino. Alle sind bereit, arbanischen Boden zu betreten. Sag dem Offizier Bescheid, wenn du erst so weit bist, damit er uns rüberlässt. Ja, go, go, Mann. Ah, der Bund der Morgenröte. Wir haben euch erwartet. Soll ich jemanden holen, der euch zum Wall begleitet? Yep. Auf. Gir Abania. So kam es, dass der Auftrag der Allianz mich wieder ins Grenzland von Gir Abania führte. Mit meinen Freunden vom Bund der Morgenröte. Und an der Seite der Kriegerin des Lichts. Noch waren wir unter Freunden, doch nicht weit entfernt von dem gewaltigen Belsawall, der die Grenze zu dem friedliebenden Eorzea bildete, lagen die Gebiete des ruchlosen Galäischen Kaiserreichs. Jenseits seiner schwarzen Mauern wartete ein neues Kapitel der Geschichte, aus dem uns schon bald die blutroten Flammen des Krieges entgegenschlagen würden. Stormblood. So. Wo ist er denn da? Kann ich mal mit den Ätheriten synchronisieren? Besser ist. Yo, Raubern. Na, altes Haus? Was geht ab? Ich grüße den Bund der Morgenröte. Seid willkommen in Custom Orient. Im Namen der Oasischen Allianz. Ich danke euch, General. Wir sind erleichtert, dass der Belsawal nicht mehr Opfer gefordert hat. Wie verhaltet sich die Galea? Sie haben noch keine Anstalten gemacht, den Wal zurückzuerobern. Keine nennenswerten zumindest. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Dass Ilbert und seine Eisenmasken einen Prime beschworen haben. Hier auf dem Wall sieht der galäische Kaiser ohne Zweifel als kriegerischen Akt Eorzeas an. Galemald spielt mit seinen Generälen bereits eine Invasion Eorzeas durch. Da habe ich keine Zweifel. Wir müssen ihm zuvorkommen, solange wir noch eine Chance dazu haben. Wie können wir euch am besten dienen, Phönix-General? Wie ich schon sagte, die Allianz wird nur auf Wunsch der Miigiten weiter ins Landesinnere vordringen. Geht nach Alamigo, sprecht als Gesandter der Eorzeischen Allianz mit der Befreiungsarmee und unterbreitet ihnen unser Hilfsangebot. Also, alles wie besprochen, wir werden bald mit guten Nachrichten zurückkehren, General. Darauf könnt ihr vertrauen. Das tue ich, Lise, das tue ich. Sieh mal an, nicht mal in einem Castrum ist man vor euch sicher. Sid, was bringt dich denn hierher? Die Suche nach einer gewissen allergischen Superwaffe und einem Primae in Drachengestalt, die Spur der Verwüstung, die sie hinterlassen haben, führt nach Osten, aber von den Kontrahenten fehlt jede Spur. Dann ist es wahrscheinlich, dass Omega irgendwo in einem Gebiet abgestürzt ist, das von den Galia kontrolliert wird. Vielleicht befindet sie sich sogar schon in ihre Händen.
Was nicht ganz so schlimm ist, wie es sich anhört. Schließlich haben wir das Zeitmanipulationssystem aktiviert. Omega müsste sich also im Tiefschlaf befinden, wenn das System funktioniert hat und die Gallia es nicht wieder deaktivieren. Ich werde mich jedenfalls wieder auf die Suche begeben. Wir melden uns, wenn wir eine Spur finden. Zeitmanipulationssystem hin oder her. Wir sollten unseren Plan so schnell wie möglich in die Tat umsetzen. Dann brechen wir sofort auf, um Kontakt mit der Befreiungsarmee aufzunehmen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Also im Endeffekt meinte der, ich breche auf, oder? Weil ihr werdet irgendwo in der Pampa stehen und ich darf wieder alles machen. Wie immer. So gehört es. Auf sicheren Faden. Die Befreiungsarmee agiert nicht einheitlich. Sie ist in mehrere Gruppierungen gespalten. Ich weiß, welche Gruppe den meisten Einfluss unter ihnen hat. Sie haben ihr Hauptquartier in Ralks Wacht aufgeschlagen. Einer alten Tempelanlage. Sie liegt auf der anderen Seite des Velodina, östlich von hier. Es gibt eine große Brücke über den Fluss, aber die Brücke selbst dient den Gallia als Castellum. Um die machen wir lieber einen großen Bogen. Wir bleiben, solange es geht, im Schatten des Waldes und überqueren den Fluss etwas weiter nördlich. Da kenne ich eine seichte Stelle. Folgt mir einfach. Ihr werdet schon sehen. Klar. Sorry, Nase beißt mir immer. Ihr wisst, funktioniert jedes Mal. So, ein Schokobo-Verleiher, den nehmen wir auch gleich an. Mein Schokobo rufe ich auch gleich mal. Ja, ja, Schoki, freust dich, hä? Endlich wieder mal fighten. Das große Nervende daran ist, wir können wieder nicht fliegen. Das heißt, wieder viel zu Fuß. Aber was ich weiß, können wir aber gleich Nitrit sammeln, oder? Du spürst eine Quelle 202 Jalm südlich. Okay, also Windäther kann man schon mal sammeln, passt. Sonst sollte das ja nicht so schlecht sein. Lese, juhu! Moment, so stellen, damit er dann greift. Wir sollten weiter. Unweit von hier hat der Fluss seichte Stellen. Da werden wir ihn zu Fuß überqueren. Klar, aber irgendwo da hinten ist eine... Ich komm gleich. Irgendwo da hinten ist eine Windätherquelle. Ich sehe sie. Ich sag, Windätherquellen, die so nah sind, die muss man mitnehmen. Das ist einfach nötig. Währenddessen kann ich mir meine Nase kratzen. Alter, sind das fette Bären. Wow. Okay. Ich sollte mir keine Sorgen um die fetten Bären machen, sondern um die fetten Bäume hier. 277 Jahre, was? Haben wir das jetzt richtig gesehen? 272 Jahre, Richtung Osten. Ah, das sollte man doch auch noch kriegen. Ah, die Seichtenstallen meinte sie also. Ja, servus. So Südost. Das heißt irgendwo da hinten. Und 43 Südost. Fällt da jetzt nicht runter, oder? 80 Süden. Oh Gott. Was ist denn dahin? Achso, ja, ihr wisst, da ist ja jetzt sozusagen die erste Folge von Stormblood. Da schneide ich wieder so wenig wie möglich raus. Und danach werde ich wieder die gewissen Laufwege, die doch dann relativ weit sind, werde ich dann natürlich schnippeln. Aber heute erstmal. Dann lassen wir uns die schöne Natur und den ja doch eher tristen Himmel genießen. Obwohl, echt. Schaut ein bisschen kahl aus hier. Könnte ein bisschen grüner sein. So. Okay, Nordosten passt. Dann gehen wir mal mit Lise reden. Hopp. Gerade überall die fetten Bäume.
Und natürlich mit meinem jetzigen Level bin ich endlich wieder auf dem Level, also mit, zumindest mit dem Paladin, bin ich auf dem Level, den man eigentlich so haben sollte. Bin eh schon wieder eher überlevelt, weil bin ich 61. Also fast 62, also eh eigentlich schon wieder drüber, aber das ist schon eher der Bereich, der okay ist. So. Ui, ein Kroko. Sieht aus, als wäre die Luft rein, keine Spur von den Galliern. Aber wir sollten uns beeilen, auf die andere Seite zu kommen. Gefährlich nah am Feind, nicht wahr? Was jetzt Castellum Velodonia heißt, war einst die große Velodina-Brücke. Das Kaiserreich hat ihre strategische Lage erkannt und einen militärischen Stützpunkt daraus gemacht. Dass das Lager ausgerechnet hier mitten im Grenzland steht, ist eine klare Ansage der Galliar. Dies ist unser Land. Lasst uns schnell weitergehen. Ja, ja, ja. Ah, ich hol mir jetzt mal ein Windätherquell. Könnte, wenn ich es richtig gesehen habe, Norden. Der muss da hinten bei den kleinen Wasserfällen sein. Oh ja, klar. Mein fetter Arsch hat wieder einen Kroko gepult. Lauf. Lauf, greif. Oder du wirst zu Frikassee. Ah, da ist sie ja schon. Oh. Hep. Wenn ihr von Anfang an dabei wart, werdet ihr gesehen haben, dass die Heavensward-Story echt gut war. Aber um einiges kürzer als die Realm Reborn-Story. Stormblood ist wieder so längemäßig, würde ich sagen, Heavensward. Folgt ja also recht zügig, angenehm und die Story ist auch nicht so schlecht. Also es ist zwar von meiner Sicht her ist es die schwächste der Add-on-Stories, aber trotzdem recht cool. Also nicht so, dass es nicht sehenswert wäre oder sozusagen lesbar wäre. So. 156 Jalme Richtung Osten. Ich dachte, ich das Nast beißen. Okay, da oben. Hallo Strauß oder was du auch immer sein solltest. Hilfe! Mach Platz! Ich sag's dir, ich schmeck nicht. Ja, hast gemerkt, dass ich nicht schmecke. Ich bin komplett zäh wie Leder. Okay, Süden, das ist mir zu weit weg. Da gehen wir nicht hin. Auf zu Lisa. Alter, ich pull ja echt alles. Ist mein Arsch echt so fett? Ist ja fürchterlich. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen fetten Arsch habe. Ich habe eindeutig so einen fetten Arsch. Jetzt nur noch durch die gestreiften Hügel, dann sind wir in Ralgs Wacht. Im Hauptquartier der Befreiungsarmee von Alamigo. Aber ich sehe keinen Weg. Er ist doch nichts als Fels. Ein Illusionszauber, der die Augen in die Irre führt. So verbirgt die Befreiungsarmee sich vor den Galliern und anderen ungebetenen Besuchern. Du hast es erfasst, Istola.
Wartet, ich weiß, wie man den Zauber aufhebt. Sehr raffiniert. Sie benutzen die Kraft von Holoprismen, um den Eingang zu tarnen. So ist es. Die Galliar vertrauen auf ihr Magitech und kennen sich mit unserer Magie nicht gut aus. Deswegen sind sie noch nicht hinter den Trick gekommen. Trotzdem ist der Weg bis zum Hauptquartier natürlich gut bewacht. Es ist übrigens Minagos Einheit, die für den Schutz des Zugangs verantwortlich ist. Wundert euch also bitte nicht, wenn wir zuerst von Bewaffneten begrüßt werden. Die Befreiungsarmee ist verständlicherweise etwas argwöhnisch. Aber keine Sorge, ich gehe vor und werde alles regeln. Aber zuerst entferne ich die Projektion. Bitte sehr, willkommen in der Ryrix Wacht. Tja, dann schauen wir mal. Dann mal ab durch die Mitte. Gir Abania, Ryrix Wacht. Für was ich mich hier überhaupt wieder eingeblendet habe. Ralgas Wacht. Jedes Kind in Alamigo kennt die Stätte, an der Ralga, der Zerstörer, Schutzgott von Alamigo, einst vom Himmel herabstieg und Eorzea betrat. Unter dem Schutz der mächtigen Statue des Zerstörers hatte die migische Befreiungsarmee ihr Lager aufgeschlagen, um den Kampf gegen die verhassten galäischen Besatzer zu führen. Wir machten uns bereit, den mutigen Söhnen und Töchtern Alamigos entgegenzutreten und das Hilfsangebot der Eorzeischen Allianz vorzubringen. Das ist eine sehr nette Begrüßung hier. Entschuldigt das waffenstarrende Begrüßungskomitee. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass wir alle Vorsicht walten lassen müssen. Aber lasst mich euch versichern, der Bund der Morgenröte ist in Ryrix Wacht hoch willkommen. Dankeschön. Sehr freundlich, das Angebot der Allianz. Ihr habt bestimmt wichtige Dinge zu besprechen, sonst hättet ihr nicht den weiten Weg hierher auf euch genommen. Kommt, wir wollen uns in Ruhe unterhalten. Klar. Kann ich da aufmachen? Ich hoffe ja. Sehr schön. Hier gibt es doch sicher irgendwo einen Ätheriten. Eine Krämerklinge? Die will ich nicht. So, will ich schon, aber ich brauche sie gerade. So, ein Stadtätheriten, den nehmen wir schon mal an. Oh. Vorsicht! Schieß doch nicht auf meinem Greif, was kann denn der dafür? Moment, Karte, da ist noch einer. Okay, da ist der große Ätherit. Okay, das sind zwei, da ist noch ein kleiner und ein großer, alles klar. Ja, ist schon wieder etwas her, wo ich bei in Ryrix Wacht war. Da geht man nicht mehr so oft hin, wenn man ein Stormblood fertig hat. So. So, der unser zweiter Teleport hier in Gir Abania. Jetzt holen wir uns noch den kleinen Teleportstein und dann reden wir mit Konrad. Mal schauen, was er will. Also, oder besser, mal schauen, ob er uns aussprechen lässt, was wir wollen. Da ist er schon. Ah, ist aber schon schön, ist aber schon echt eine schöne Gegend hier. Bisschen trostlos, aber sonst ist halt so ein bisschen so Oasen-like.
Ich heiße euch abermals in Ralgas Wacht willkommen. Die Befreiungsarmee ist erfreut, euch als Gäste begrüßen zu dürfen. Ich bin Konrad Kemp, der Anführer der Befreiungskämpfer, die sich diesen Ort als Stützpunkt ausgesucht haben. Und mit wem genau habe ich die Ehre? Ich danke euch für eure Gastfreundschaft. Ich bin Alfino Leveilleur vom Bund der Morgenröte und ich bin mit einem dringenden Anliegen nach Gyr-Abania gekommen. Aber lasst mich zuerst meinen tiefsten Dank ausdrücken dafür, dass ihr meinen Freunden Papalimo und Ida, ich meine Papalimo und Lise, im Augenblick der Gefahr geholfen habt. Aber nicht doch. Ich habe zu danken. Deine Freunde haben sich mehr als einmal um unsere Sache verdient gemacht. Ich war unaufrichtig und dafür möchte ich mich entschuldigen. Schon gut. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich jemand unter falschem Namen unserer Befreiungsarmee anschließt. Ich habe von Papalimo gehört. Ja, er hat sein Leben für uns geopfert. Wir schulden es ihm, mit aller Entschlossenheit für die Befreiung Alamigos zu kämpfen und die Galea aus Eorzea zu vertreiben. Aber nicht auf die abscheuliche Weise, wie Ilba das tat. Wir werden mit unseren Mitteln kämpfen. Auch wir haben Leute an die Eisenmasken verloren, die sich von den Reden des Greifen haben einfangen lassen. Wenn ich mir vorstelle, dass sie für die Beschwörung eines Primae geopfert wurden, ein grausames Schicksal für diese guten Seelen. Nago hat mir auch gesagt, dass euer Bund der Morgenröte für unsere Sache einstehen will. So ist es. Der Bund der Morgenröte tritt heute vor euch, um ein Vorhaben zu unterbreiten, das uns der Befreiung aller Amigos einen großen Schritt näher bringen wird. Die Eorzeische Allianz hat uns geschickt, um als Vermittler aufzutreten. Sie schlägt der Befreiungsarmee von Alamigo vor, ein militärisches Bündnis einzugehen. Ich bin ganz Ohr. Sprich weiter. Ich verstehe. Um ehrlich zu sein, kommt das Angebot wie gerufen. Wir stehen einem mächtigen Gegner gegenüber und meine Truppen sind weit unterlegen. Aber ich würde mich gerne erst mit meinen Vertrauten beraten. Darf ich um etwas Zeit bitten, bevor ich mich entscheide? Selbstverständlich. Wir werden auf eure Antwort warten. Jetzt müssen wir auch noch warten. Das ist fürchterlich. Aber gut. Muss man halt durch. So Leute, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.